Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play für mich über das Spiel Comrades and Barons Gates of Freedom. Ja, ist jetzt vor, ich glaube, ein paar Wochen auf Steam erschienen. Der Preis, glaube ich, wurde runtergesetzt. Ich bin mir sicher, dass das Spiel vorher in die 20er-Euro-Bereich war und jetzt 19,50 kostet. Also ich denke mir, er hat es eingesehen, dass es zu teuer ist. Weil, wenn wir das jetzt mal ein bisschen hier vergleichen mit Panzerkorps und so weiter, auch das Kampfsystem ist nicht so schön dargestellt. Also ich denke mal, dass aber da jetzt viele verkaufen wird, ich weiß es nicht. Wir werden uns jetzt ganz auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben hier Tutorial, zwei Missionen, die werden wir jetzt mal durchspielen. Dann habe ich jetzt richtig geklickt. Ja. Offensive der Roten Armee. Battle of Valmiria. Keine Ahnung, wie man das hier ausspricht. So, werden wir uns das Ganze mal gucken. Das brauchen wir uns ja sowieso nicht durchlesen. Also, Rote Armee. Also, alle Ziele, die wir einnehmen müssen, sind mit einem Pfeil versehen. Das sind die hier mit diesem gestrichelten Pfeil. So, und im Sieg, wir sollen die Rundenanzahl einhalten. Wo steht denn die? Ah ja, hier. Erste Runde von 6. Jetzt haben wir gerade die Bewegungsphase. Okay. Ja, okay, die Karte können wir mit WASD hier. Units. Also wir haben verschiedene Einheitstypen auf der Karte. Frontline Units, Support Units und Headquarters. Die Frontline Einheiten können direkt angreifen. Da müssen wir natürlich schauen, welche Einheiten das sind. Dann haben wir Support Units. Also, die können nur angreifen, wenn jetzt zum Beispiel unsere Frontline Units angegriffen haben, können die als Unterstützung mit agieren. Ja, und Headquarters können nicht angreifen. Was gibt es noch hier? Das sind eigentlich alles hier an Infos, die wir jetzt haben. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir Headquarter. Das Enemy. Okay, wie man jetzt hier die Einheiten bewegt. Also, Headquarter. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier, ja, da müssten das hier die Support-Einheiten sein. Genau, hier haben wir die Infanterie. Okay, also ihr seht hier unten, ne? Hier haben wir das zweite Bataillon, hier haben wir das erste. Combat. Drawing random card. Also take it out of position and retreats. Ja, die Karten, die wir haben beim Kampf, zeigt die Stärkepunkte unserer Angreifer und die Stärkepunkte der Verteidiger. Je mehr Angreifer wir haben, ja okay, desto höher ist die Chance, dass wir gewinnen. Terror, also ja, also Umgebung, Support Units und Status. Okay, also die Karten spielen auf jeden Fall eine Rolle, auf welchem Terror wir uns befinden, ob wir Unterstützung haben und wie die Einheit in der Verfassung ist. Okay, das sind jetzt eigentlich alle hier. Müssen wir jetzt mal schauen. Wir werden uns auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind ja in der Bewegungsphase. 4 Movement Points haben wir zur Verfügung. Also wenn wir uns über den Fluss bewegen, werden wir, glaube ich, für ein Feld alle Punkte brauchen. Wir werden jetzt den hier mal einkesseln. So. Okay, können wir jetzt hier schon was machen? Nein.
Wir werden uns aber nach vorne bewegen. Ich weiß jetzt gar nicht, steht hier die Reichweite dabei? Das ist das hier. Ah ja, hier haben wir es. Also ihr seht, wenn ihr auf der Straße bleibt, ein Bewegungspunkt. Big River, also einen großen Fluss werden wir nicht überqueren können. Einen kleinen Fluss brauchen wir 4 Bewegungspunkte. Also das ist, was ich gemeint habe. Also ich denke, ein Feld Bewegung, 4 Bewegungspunkte. Okay, also Bewegung ist durch. Hey, zweite Runde. Ich habe gedacht, wir dürfen angreifen. Wie kann ich angreifen? Ach so, ich muss das markieren. Schaut hin. Da erscheint hier so ein Stern um die gegnerische Einheit. Ja, da haben wir es hier. Ich kenne schon, kommen wir vor. Ja, also die können, wenn wir jetzt hier einen Angriff starten, können die mit agieren hier aus der Entfernung. Ja, also wenn wir gewinnen, wird der Verteidiger sich zurückziehen. Wenn eine Einheit sich zurückzieht, verliert er alle Movement Points. Okay, und geht auf geschwächt. Ist auf jeden Fall der Status für die nächste Runde. Wenn eine geschwächte Einheit erneut den Rückzug angeht, dann sind sie zerstört. Okay. Also, wir greifen jetzt mit der hier an. Greifen wir alle an. Attack by different Bataillon. Ach so, es kann immer nur das gleiche Bataillon eine Einheit angreifen. Okay. Hauen wir hier mal noch Support-Einheiten mit drauf. Okay, über den Fluss her können wir nicht angreifen. So, jetzt seht ihr ja hier die Karten. Der hat sich jetzt zurückgezogen. Jetzt warte mal. Werden wir uns mit diesen Einheiten nach vorne ziehen? Weil hier drüber kommen wir nicht, ne? So, jetzt warte mal. Dann greifen wir mit dem hier an. Ach, der kann gar nicht angreifen. Warum? Das ist doch eigentlich das gleiche Bataillon. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, ja. Ich verstehe dieses Angriffssystem nicht richtig, weil irgendwie auch. Okay, einen Zug rückgängig machen. Erste Bataillon. Da, jetzt können sie angreifen. Warte mal, wir sind in welcher Runde? In der vierten. Jetzt wird's eng, glaube ich. Den hier brauchen wir noch. Erste Bataillon. Okay, aber ein Bataillon kann zwei verschiedene Einheiten angreifen. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Wir müssen das hier einnehmen. So, Runde 5. Wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt besiegen, damit wir dieses Szenario hier schaffen. Jetzt war da mal erstes Bataillon, erstes Bataillon. Yes, wir haben es. Victory. In der letzten Runde haben wir es geschafft. Sehr gut. Also ihr seht schon, das Kampfsystem ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Und also aus meiner Sicht her schwer zu verstehen, was diese Karten bewirken, ja. Also wir sehen ja nicht einmal, ob eine Einheit angeschlagen ist, sondern nur, ob sie sich zurückziehen und geschwächt sind. Also, was haben wir denn hier? Da haben wir diese Stellungen. Er hat auch Support dabei. 6 Runden. Na, hier müsst ihr aufpassen. Erstes Bataillon, zweites Bataillon. Da ist auch das erste und das zweite. Okay, werden wir hier mal das erste hinbringen. Da ist auch das zweite. Das erste.
Ihr bewegt euch mal ein bisschen im Hintergrund, werdet vor allem auch unsere Artillerie hier absichern. So, ich denke, dass die hier einen Unterstützungsbonus geben werden. Jetzt warte mal, wir müssen angreifen. Da haben wir natürlich leider keine Unterstützung. So, Artillerie drauf. Regiment. Strong Attack. Ah, okay, Support to Vorfahrt. Also, wir müssen schauen, dass auf jeden Fall unser Hauptquartier immer in der Nähe von unseren Support-Einheiten ist. Ja, dann könnten wir eigentlich schauen, dass wir ihn vernichten. So, erstes Bataillon. Lass mich mal gucken. Erstes Bataillon. Different, aber das ist doch das erste Bataillon. Ach so, aber anderes Regiment. Da wird es vielleicht deswegen so sein, dass wir hier nicht angreifen können. Ach so, anderes Bataillon. Wieso kann ich jetzt mit dieser Einheit? Ach. Kann es sein, dass wir auch noch bestimmte Bewegungspunkte brauchen, damit wir angreifen können? So, du bleibst mal schön hier. Zweites, zweites. Ja, auf jeden Fall das Spiel für alle, die es noch nicht wissen, soll Schlachten, die nicht so bekannt sind, beinhalten. Der zieht sich zurück. Und der auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, den haben sie vernichtet. Den müssen wir auf jeden Fall absichern, dass der jetzt hier nicht drauf geht. Warte mal, Runde 3 von 6. Erste Kompanie. Fünfte Kompanie. So. Werden wir versuchen. Aber ich glaube wirklich, er hat nur noch einen Movement Point. Wir müssen natürlich jetzt wissen, wie viele Punkte brauchen wir, damit wir angreifen können. Also, den hier absichern. Wir machen hier zu. Da haben wir Different Bataillon, das geht wieder nicht. Das hat leider nichts ergeben. Schade. So, wir brauchen eigentlich nur noch diese Stellung hier. Greifen wir hier mal seine Artillerie an. Ja, also ich denke, wir brauchen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Movement Points wir noch hatten, bevor wir angegriffen haben. Zweites Bataillon, zweites Bataillon. Warte mal, wir werden uns hier reinbewegen. Achso, das war meine Einheit. Ich denke mal, hä, warum kann ich den nicht angreifen? Da haben wir ein anderes Bataillon, den ziehen wir mal weg. Wir werden hier. So. Artillerie ist vernichtet. Und wir haben gewonnen, weil wir alle Ziele eingenommen haben. So. Okay, Tutorial-Mission haben wir durch. Jetzt schauen wir mal, wir haben 4. 7, 10, 16, 20 Missionen. Ich hoffe natürlich, dass die Missionen auch noch größer werden, weil wenn die jetzt so klein bleiben wie das Tutorial, glaube ich, werden wir nicht viel Spaß haben. Müssen wir jetzt mal gucken. Also so wie es jetzt aufgebaut ist,
finde ich den Preis von 20 Euro wirklich ein bisschen überteuert. Und ich bin mir sicher, dass es, glaube ich, vorher um die 24 Euro gekostet hat. Also sowas. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube nur, dass das so war, weil ich das dann hier im Angebot für 17 Euro gekauft habe. Müssen wir mal gucken, was die Spiele noch beinhaltet für uns. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden schauen, dass wir die Kampagne durchspielen. Ich weiß nicht, können wir dann die Deutschen auch mal spielen? Oder nur die Rote Armee? Werden wir sehen im Laufe der Kampagne. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so vor dem Spiel haltet. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.